Wir machen ziehen um. Wie glitscht das? Guckt euch das so an. Ich habe jetzt 10 Minuten bei Ikea gestanden und wollte eigentlich nicht loslaufen. Und ich musste von da hinten, vom Ausgang, hier hinrennen. Und wie glitscht das? Das T-Shirt wird durchsichtig. Das Auto ist nass. Und ich muss jetzt jemanden abholen. Ich habe keine Lust mehr. Ah, es ist so nass und so kalt. Ja, keine Ahnung. Ich fahre jetzt mal und wünsche euch eine schöne Folge heute wieder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Yay! Unsere Couch steht und unsere Pflanze. So, jetzt haben wir das hier aufgebaut. Das wird unsere Fernsehwand, hier so in einem leichten Blau. Und ja, dahinter liegt zwar noch Kabelgedöne, aber wir nähern uns der Zielgeraden. Das wird so schön. Die Couch, die war wirklich easy aufzubauen. Wir haben jetzt da unten nur die Beine dran. Boah, meine Nägel, ey. Die haben nur die Beine dran geschraubt und da musste die da eingehakt werden. Das ist so ein Teil, das kann man verschieben. Sprich, man kann, wenn man will, das da hinschieben und dann ist das so ein viereckiges Bett. Also auch eine Schlafcouch. Und ja, die ist von Ries Ambiente. Ich kann euch mal den Link unten in die Infobox setzen. Und hat nur 399 Euro gekostet. Also kann man nichts zu sagen. Ich wollte unbedingt so eine helle Couch haben. Ja, 399 Euro. Kann man nichts sagen für eine Couch. Und die ist echt cool mit so vielen Kissen. Langsam nimmt es alles mal ein bisschen Form an. Hier steht jetzt gerade noch so provisorisch. Da kommt noch eine Wohnwand hin. Aber die werden wir uns erst in ein paar Monaten, Wochen kaufen. Und mein Lieblingslied. Lalalala. So, jetzt, das ist unsere Couch, die habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt habe ich hier gerade die Kiste, also, beziehungsweise die Tüte gefunden mit den Bezügen. Und ich finde, die passen ganz gut zu der Wand. Und ja, das werde ich jetzt mal beziehen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Finde ich, sieht doch schon mal gut aus. Die Kissen sind jetzt nur ein bisschen zerknittert, aber das legt sich irgendwann. Ja, so sieht's aus. Ein bisschen Farbe. Ja, das Radio erklärt euch jetzt einfach mal so ein bisschen was zu den Stühlen. Nein, ich bin jetzt gerade hier Stühle am Aufbauen. Man nennt sie Freischwinger. Ja, den Namen finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ja, zweideutig. Diese Stühle hier, ich muss sagen, Mensch, Papa, da nehme ich auf. Da haut der das Radio lauter. Nein. Das ist die Küche. Also wie gesagt, das ist jetzt hier sind die Stühle. Hier sind die noch eingepackt. Hier sind die zwei dran. Das sind drei simple Steps. Also das ist echt sowas von einfach. Also könnten sich manche Firmen ein Beispiel dran nehmen, das so einfach zu gestalten. Die sind jetzt auch von Ries Ambiente, die kamen hier in diesem Karton. Ist ein bisschen Füsselarbeit, hier das wegzumachen, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil dadurch bleibt das hier auch ordentlich und wird nicht verkratzt. Und ja, ich kann euch mal einen kurzen Überblick geben. So sieht es hier noch aus. Ja, ich weiß, viel zu tun noch. Der hier steht, die Stühle sind dran. Mama ist hier gerade noch Bilder umrichten und ja, bis jetzt sieht es so aus. So sieht es bis jetzt aus. Ja, wird doch schon langsam, ne? Sagst du? Langsam. Langsam. Oh mein Gott. Schaut euch mal bitte mich an, wie ich einfach nur noch aussehe. Meine Haare, die sind einfach so schlimm. Hinter mir steht ein Menti, deswegen nicht wundern. Ich bin jetzt gerade im Schlafzimmer. Wir haben jetzt schon so provisorisch meinen alten Fernsehtisch ausgekramt und hingestellt mit dem Fernseher. Hier das Bett. Mein Papa schnieft sich gerade die Nase und der ist die Küche am Aufbauen seit 6 Tagen. Und ganz ehrlich, ich sag euch eins. Also ich finde Ikea wirklich, ich habe ja immer schon gesagt, Ikea ist für den Anfang sehr gut. Allerdings, man sieht es halt hier zum Beispiel. Das sind die typischen Gebrauchsspuren und nach, sagen wir mal, 2 Jahren sind die Möbel jetzt nicht mehr die tollsten. Ja, und das Bett hier ist zum Beispiel auch von Ikea. Das ist alles günstig und alles super. Hier alles so von Ikea und das ist auch wirklich gut.
Aber die Küche, kauft euch niemals die Küche bei Ikea. Niemals. Ich habe so viel Geld für diese Küche bezahlt. Und, also Tobias und ich, und 1000 Euro wollten die für den Aufbau haben mit Lieferungen und allem drum und dran. Ey, ganz ehrlich, mein Papa hat dann gesagt, komm, ich baue die auf. 6 Tage ist der jetzt so dran. Und ich kann euch die gleich mal zeigen. Es ist eine Höllenarbeit. Ich bin so dankbar. Mein Papa und einem guten Kumpel von uns, der sich da 5 Tage genauso den Arsch aufgerissen hat. Also, die Hälfte fehlt. Irgendwelche Sachen sind geliefert worden, die gar nicht irgendwie dazugehören, die wir nicht bestellt haben. Ich war 10 Mal bei Ikea und die werden rummeckern. Also niemals eine Küche bei Ikea. Never. Nie. Nie, nie, nie. Sag ich euch nur. Oder lasst sie euch aufbauen. Da weiß ich aber nicht, wie es so abgeht. Und 1000 Euro finde ich ein bisschen viel. Was sagst du zu der Wohnung? Wir haben heute die erste Nacht hier geschlafen und hier sieht es aus. Ja. Keine Ahnung. Tobi macht gerade den Müll ein bisschen. Die Küche ist halt wirklich noch nicht fertig. Aber hier unser Esstisch ist fertig. Und das sieht so, das ist schon so cool. Und keine Ahnung, ich liebe das Teil. Das war bloß mega schwer irgendwie aufzubauen, weil ich Nuss das hier vergessen hat. Deswegen mussten wir das nochmal aufmachen. Aber so an sich war es ging. Es war halt nur blöd, weil ich das Teil hier vergessen habe. Aber der hier, falls ihr das wissen möchtet, aber den zeige ich euch nochmal in einer ausführlichen Roomtour, ist von Ries Ambiente auch wieder. Und mit den Stühlen hier. Und ich liebe diesen Bartisch. Ich krieg nichts zu trinken. Achso, ich hab dir doch deinen Kaffee gemacht. Ja. Guck mal, es geht schon gut los. Ne? Ich muss ihn hier bedienen. Die Hausfrau.